الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Brüder und lieben Schwestern, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute möchten wir uns über eine Weisheit der Weisheiten Allah subhanahu wa ta'ala hinsichtlich des eigenen Vermögens unterhalten. Das eigene Vermögen oder das eigene Geld ist zweifellos ein Mittel zum Zweck und kein Zweck an sich. Nicht nur das Vermögen, sondern vielmehr das gesamte Diesseits ist nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Alle vernünftigen Menschen stimmen darüber überein, dass man mit Gold, dass man Gold und Silber und Geldscheine weder essen kann, noch trinken kann, noch riechen kann, noch dass man sie als Heizmittel verwenden kann. Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir, dass diese Angelegenheiten Mittel zum Zweck sind und nicht Zweck an sich. Und so gehört es mit Sicherheit zur Weisheit Allahs Azza wa Jal, warum er den sogenannten Riba al-Fadl, eine Form des Zinses, verboten hat, weil man dabei Geld tauscht gegen Geld und man dabei mehr Geld verlangt oder gibt, als man gegeben hat. Und deswegen, wer so etwas macht, der beweist eigentlich durch sein Handeln, dass er das Geld zum Zweck an sich gemacht hat, obwohl das Geld eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist. Ansonsten jemand, der eine Ware kauft, der verwendet dieses Geld, um diese Ware zu bekommen. Und so war es ein Mittel zum Zweck. Das ist es, liebe Geschwister, wenn man, Gott bewahre, nicht verstanden hat, wie man mit diesem Geld umgeht und es nur anhäuft, um es anzuhäufen. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn jemand ein Mittel zum Zweck verwendet, um sich dadurch vom Jenseits abzuhalten, Gott bewahre. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim diejenigen Menschen kritisiert, die ihr Gold und Silber und ihr Vermögen horten. Das heißt, einfach sammeln und sammeln und sammeln, hauptsächlich immer mehr. So sagte er sinngemäß in Surat al-Tawbah. Und diejenigen, die ihr Gold und ihr Silber horten und es nicht auf dem Weg Allahs ausgeben, so verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. Und hier ist eine bestimmte Personengruppe kritisiert worden, die immer mehr Geld anhäuft und nicht genug hat. Und viele von uns können in diese Falle fallen. Damit wir aber diese Eier nicht verstehen, sollte jemand seine Pflichtspenden abgeben, wie die Zakat, gehört er nicht zu diesen Menschen, auch wenn er immer mehr Geld anhäuft. Aber die Frage ist, macht das Sinn? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass jemand, der seine Pflicht Zakat und seine Pflicht Sadaqa bezahlt, nicht kritisiert wird dafür, dass er reich ist. Das ist nicht das Problem. Aber hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam so gehandelt? Und die Frage, die sich natürlich jetzt in diesem Fall automatisch stellt, ist, sollen wir etwa nichts für schlechte Tage reservieren? Sollen wir kein Geld beiseite legen? Denn manchmal hat man mehr, manchmal hat man weniger, manchmal passiert etwas, wofür man mehr Geld braucht und dann hat man es nicht. Die Antwort hierfür bekommst du im folgenden Hadith von Laqid ibn Sabra. Doch bevor ich ihn vorlese, sollten wir wissen, dass es kein Ende hat, wenn man Geld hortet. Es hat kein Ende. Geld sammeln für schlechte Tage, wie es heißt, hat kein Ende. Diese schlechten Tage, die können lange dauern, kurz dauern. Es kann sein, dass in einem Augenblick dein gesamtes Ersparnis aufgebraucht wird. Deswegen sollte der Muslim sich eine Grenze setzen. Und so hat es auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht. Ein Sahabi namens Laqid ibn Sabra kam einmal zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Über das Fasten, über die Reinigung und so weiter. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, während er Laqid mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammensaß, kam der Hüter der Schafe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und brachte sie in den Stall. Er hatte bei sich ein Schafskind, das blökte. Blökte, das ist das Geräusch, das ein Schaf oder eine Kuh macht.
Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Hüter: Was hat das geboren, das die Schafsmutter? Dann sagte er: ein Weibchen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: dann schlachte uns anstatt ihrer ein weiteres Schaf. Das heißt, dass die Mutter hat ein Schaf geboren, dann hat er jetzt ein Schaf mehr, und dann sagt er: jetzt gehst du bitte ein anderes Schaf schlachten, dafür, dass dieses Schaf geboren ist. Warum? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Laqit ibn Sabra: Laqit war sein Gast. Und er wollte nicht, dass dieser Gast jetzt irgendwie in einer unangenehmen Situation ist, dass er das Gefühl hat, dass er, so der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diesen Riesenaufwand gemacht hat, nur wegen dem Gast. Und er hatte zu ihm gesagt: mach dir keine Sorgen, denk nicht, dass wir extra für dich jetzt geschlachtet haben. Wir haben insgesamt 100 Schafe und wollen nicht, dass sie mehr werden als 100. Wenn der Hirte bei der Geburtshilfe ein Weibchen zur Welt bringt, schlachten wir dafür ein Schaf. Damit eben die Zahl nicht mehr wird als 100. Weil was soll er mehr machen als mit diesen 100 Schafen? Deswegen, liebe Geschwister, ist es kein Vergehen, dass man Geld anhäuft, aber es ist ein Vergehen, wenn dieses Anhäufen und Horten dazu führt, dass man die Pflichten Allah oder seines Gesandten gegenüber oder den Menschen gegenüber verletzt. Denn es gibt Menschen, sie sind geizig, sich selbst gegenüber. Gut, das ist derjenige, der sich selbst nichts gönnt. Das ist seine eigene Sache. Es gibt Leute aber, die geizig sind anderen Menschen gegenüber, wie zum Beispiel der eigenen Familie oder den eigenen Freunden oder den guten Taten gegenüber. Und er spendet nichts und möchte auch nichts hergeben. Und es gibt andere Menschen, Gott bewahre, sie spenden nicht oder sie sind geizig sich selbst gegenüber, weil sie ihrem Herrn nichts abgeben wollen. Ihr Herr, der ihnen das Geld, was sie besitzen, gegeben und anvertraut hat, auf bestimmte Zeit, sie möchten ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala nichts abgeben, wenn er sie darum bittet. Das ist diejenige Person, die keine Zakat bezahlt und keine Pflichtabgaben macht, Gott bewahre. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: möge der Diener des Dinar und der Diener des Dirham zugrunde gehen. Er sagte: es ist derjenige, der, wenn ihm gegeben wird, ist er zufrieden. Wenn er nichts bekommt, dann ist er unzufrieden. Meine lieben Geschwister, es gibt zahlreiche Beispiele aus dem Leben der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und ein Beispiel davon möchte ich euch kurz erzählen. Und zwar berichtet uns Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, dass Abu Talha al-Ansari, Zayd ibn Sahal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, einer der dabei war, er hörte, wie Allah subhanahu wa ta'ala eine Ayah im Koran al-Karim herabsandte, wo es heißt: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Das heißt, sinngemäß übersetzt aus dem Koran al-Karim, Surat al-Imran: ihr werdet die Güte nicht erreichen, die Stufe der Güte ist eine Stufe über den Iman. Ihr werdet die Stufe der Güte nicht erreichen, bis ihr von dem ausgeht, was ihr liebt. Was ihr liebt, was eure Herzen nicht hergeben wollen, was weh tut, wenn man es hergibt. Anas sagte, radiallahu anhu, als diese Ayah herabgesandt worden ist, ist Abu Talha sofort aufgestanden, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ging zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, um diese Ayah, liebe Geschwister, in die Tat umzusetzen, und sagte: o Gesandte Allahs, wahrlich Allah, der Segensreiche und Erhabene, sagte: ihr werdet die Güte nicht erreichen, bis ihr von dem ausgeht, was ihr liebt. Und er sagte: zu dem Vermögen, was ich am meisten liebe, gehört mein Garten Bayruha. Bayruha war ein Garten, der genau gegenüber dem Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha sagte: es ist eine Spende für Allah azza wa jal. Ich wünsche mir, dadurch die Güte zu erlangen und dass Allah sie bei sich bewahrt. O Gesandter Allahs, urteile für mich, wie ich diese Spende verteilen soll. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: wunderbar hast du das gemacht. Das ist ein Kaufgeschäft, das auf jeden Fall Gewinn erwirtschaften wird. Das ist ein Kaufgeschäft, das dir auf jeden Fall Gewinn erbringen wird. Ich habe gehört, was du gesagt hast, und ich bin der Meinung, dass du es unter deinen nächsten Verwandten verteilen sollst. Dieser Hadith ist bei Imam Bukhari rahimahullah ta'ala überliefert worden. So hat Abu Talha es verteilt unter seinen Verwandten und seinen Cousinen.
und Cousins. Meine lieben Geschwister, jeder von uns ist diese Person Abu Talha radiallahu anhu. Jede von uns hat Vermögen, das sie liebt. Jede Person von uns hat Vermögen, das sie ungern hergibt. Und jede Person von uns kann zu den Personen gehören, wie Abu Talha, möge Allah mit ihm zufrieden sein, der uns das in diesem Beispiel und auch in einem anderen Beispiel in der Praxis bewiesen hat, dass er nämlich die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala über seine Liebe zu seinem Vermögen gestellt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die ihr Vermögen nicht in ihrem Herzen haben, sondern die ihr Vermögen in ihren eigenen Händen haben, das heißt unter ihrer eigenen Kontrolle haben und nicht kontrolliert werden von ihrem eigenen Vermögen. Möge Allah azza wa jalla uns zu aufrichtigen Muslimen machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern in Palästina Frieden schenken und ihnen verhelfen gegen die ungerechten Besatzungsmacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie schützen vor dem Tod und sie als Märtyrer bei sich akzeptieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten einschränken in ihrer Handlungsfähigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dazu bringen, dass sie nichts mehr unseren Geschwistern antun können und dass jedes Unheil, das sie anderen Leuten antun wollen, ein Unheil ist, das sie selbst trifft. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.